Hallo, ich bin's wieder, eure Vivi, und heute gibt es ein neues Video, und zwar Back-to-School-Video. Wenn ihr schon welche Videos kennt, also Back-to-School-Videos kennt von anderen YouTubern, dann lasst es mich wissen. Auf jeden Fall ist es mein erstes Back-to-School-Video und ja, mal schauen, wie es wird. Okay, dann fangen wir mal an. Noch eine kleine Info, mein kleiner Bruder ist im Zimmer mit meiner Freundin Julia, der schaut gerade einen Film, deswegen hört ihr ihn wahrscheinlich im Hintergrund. Hoffentlich stört es euch nicht und ja. Fangen wir jetzt wirklich an. Also ich bin ja in der Berufsschule. Da ich ja schon in der Ausbildung bin, bin ich jetzt in der Berufsschule. Ich komme jetzt in die 11. Klasse. Genau, also im zweiten Lehrjahr bin ich jetzt. Und oh mein Gott, bei mir beginnt dann ab morgen die Schule. Ich freue mich schon total. Genau, und auf alle Fälle habe ich mir neue Stifte gekauft und neues Federpenal und eine neue Schultasche. Ich zeige euch jetzt mal meinen neuen Federpenal. Das wäre erstmal so ein normaler schwarzer. Da kommen meine Farbstifte rein, denke ich. Weiß ich noch nicht, aber normalerweise schon. Genau, und dann habe ich noch einen zweiten Federpenal gekauft. Da kommt der Rest von meinen Stiften rein. Genau, der wäre so. Auch schwarz. Genau. Okay. Dann habe ich ein Lineal gekauft. Buntstifte. Zwei Textmarker. Da wir viel lesen in der Berufsschule und auch viel markieren müssen, brauchen wir Textmarker. Und ich wollte jetzt nicht eine ganze Reihe kaufen, deswegen habe ich mir zwei ausgesucht. Gelb und blau mag ich eh so. Und ein Tippex brauche ich auch immer, weil ich benutze ja jetzt kein, wie nennt man das? Füller. Ich benutze jetzt keinen Füller und deswegen brauche ich Tippex, weil ich Kugelschreiber benutze. Den habe ich mir auch extra gekauft. Hätte nicht sein müssen, ich weiß, aber mal. Weil wir haben viele daheim, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Und dann habe ich mir auch Bleistifte, Spitzer und Radierer gekauft. Da ich viel im Unterricht, da mir langweilig ist, tue ich auch viel malen. Deswegen brauche ich Spitzer und Radierer und alles. Und genau. Was habe ich noch an Stifte gekauft? Dann habe ich mir hier die Stabilos gekauft in dünn und dick. Genau. Das ist hier eh voll cool gemacht. Das kann man so abziehen. Ist voll cool. Aber das werde ich wahrscheinlich eh nicht benutzen. Das kommt nämlich alles in mein Federpenal. Deswegen werde ich das nicht benutzen. Genau. Dann habe ich mir einen Timer gekauft. So ein Buch, wo ich alles reinschreiben kann. Wann zum Beispiel Prüfungen da sind. Also welche Prüfungen ansteht. Dann zum Beispiel, wenn ich Hausaufgaben habe, dann schreibe ich sie mir auch alles hier rein. Meinen Stundenplan kann ich da auch reinschreiben. Und eigentlich kann ich da alles notieren, auch wenn ich jetzt zum Beispiel, wann ich Schule habe, kann ich mir das auch aufschreiben hier. Von wann bis wann ich Schule habe, genau. Also ich mag so Timer, das ist voll cool, also von daher, ja. Genau, was das alles kostet, weiß ich jetzt nicht. Das hat auf alle Fälle 10 Euro gekostet. Die Stifte haben jeweils alle beide getrennt 7 Euro gekostet, also 14 Euro zusammen. Das hier glaube ich 2 Euro, 2 Euro, 5 Euro, nein 3 Euro und das 5 Euro. Dann das 2 Euro und keine Ahnung, was, wie viel der Rest gekostet hat. Dann habe ich für mich selber auch einen Plan, also einen Kalenderplan gekauft für 50 Cent, weil ich auch eintragen möchte für mich selbst, was ich zu erledigen habe, welche Termine ich habe und so weiter. Deswegen habe ich für mich selber jetzt auch eingekauft, also nicht für die Schule. Genau, das ist immer für mich wichtig, damit ich weiß, was so Sache ist. Dann habe ich mir zwei Blocks gekauft, also zwei Blöcke, einen karierten und einen linierten. Genau. Auch für 1 Euro, glaube ich. Und hier habe ich sowas noch gekauft. Genau. Wir brauchen nämlich nicht viel in der Schule, eigentlich braucht man nur so Block. Und sowas. Und natürlich ein Ordner. Ich habe diesmal Weinrot genommen, weil mir die Farbe irgendwie zurzeit gefällt. Ich habe mir auch eine Winterjacke in Weinrot gekauft, wenn es euch interessiert.
Das hat jetzt auch 7 Euro gekostet, ja. Finde ich schön, die Farbe. Genau, und wo ich eingekauft habe, das Ganze ist bei Müller. Wenn ihr auch bei Müller eure Schulsachen kauft, dann ja, gut, ist schön. Also ich kaufe sie immer dort. Es sind billig zur Schulzeit, wenn man sie kauft zum ersten Schultag. Also von daher günstig sind schon. Genau, und meine Schultasche habe ich auch neu bestellt für 30 Euro. Das wäre so eine Blumenschultasche in Weiß aus Kunst, also aus Leder, aber kein Echtleder. Genau, das schaut jetzt so platt gedrückt aus, weil ich es erst verpackt habe. Das ist gestern erst gekommen, deswegen schaut das noch so platt aus. Aber wenn da was drin ist, dann schaut es nicht mehr so aus. Und ja, das war es eigentlich an Schulzeug, was ich dieses Jahr brauche und gekauft habe. Mehr brauche ich eigentlich nicht für die Schule. Ja, und wenn euch was inspiriert hat oder euch was gefallen hat, dann könnt ihr es ruhig nachkaufen. Wie gesagt, bei Müller gibt es die ganzen Sachen. Ich find's cool. Und ja, dann habe ich mir auch noch so eine kleine Essensbox gekauft. Wo die ist, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die ist jetzt... keine Ahnung, wo die ist. Auf jeden Fall habe ich mir eine Essensbox gekauft. Da kann ich Obst und Gemüse extra reintun. Und dann gibt es noch ein Fach, wo du dein Brot reintun kannst. Ist cool, weil viele kaufen ja ihr Pausenessen beim Kiosk. Und da kauft man immer so viel ein, dann... Ja, da spart man nicht so richtig und so spare ich mir, wenn ich von daheim mir was mitnehme. Obwohl es dort auch sehr lecker schmeckt, ich weiß, aber ich mache mir lieber was daheim was und dann spare ich. Und ist besser so. Genau, und eine Trinkflasche habe ich mir auch gekauft, die zeige ich euch jetzt. Hier, das wäre so eine Trinkflasche, da kann ich immer was reinschütten und da kann ich es wieder auswaschen und so. Die ist gerade frisch ausgewaschen, deswegen seht ihr das Wasser noch. Und ja... Für 2 Euro habe ich es auch gekauft, nicht beim Müller, sondern beim Woolworth, wenn ihr das kennt. Ja, und dann habe ich noch was gekauft. Hier habe ich noch sowas gekauft. Wartet. Register, genau, so ein Register. Weil hier schreibe ich zum Beispiel meine ganzen Fächer hin und dann haben wir zum Beispiel in einem Fach, zum Beispiel jetzt Deutsch, sagen wir jetzt mal, zum Beispiel Deutsch, da habe ich jetzt 2 verschiedene Lehrer, deswegen... Brauche ich die hier, dann schreibe ich die Namen vom Lehrer hin und dann tue ich immer das Zeug da rein, weil wir haben echt viele Fächer, aber viele Fächer haben wir mit mehreren Lehrern und da, das ist besser so, genau. Und ja, eigentlich war es das auch, was ich jetzt eingekauft habe. Übrigens, Leute, wenn die Schultasche euch auch gefallen hat oder gefällt, dann verlinke ich euch den auch, wo ich den gekauft habe. Ich habe ihn unter Amazon gekauft und genau den verlinke ich euch dann. So, wie ihr sehen könnt, habe ich es befüllt. Also hier wäre das erste. Da habe ich eine Schere noch dazu reingetan, meinen alten Radiergummi und einen Bleistift auch noch. Falls ich mal den hier vergessen sollte, aber das bezweifle ich jetzt nicht. Da habe ich auch den Spitzer drinnen und die ganzen dickfarbigen Stifte. Hier habe ich noch ein paar vom letzten Schuljahr auch drin, weil die noch gut funktionieren. Und ja, mehr ist da jetzt nicht drin. Dann öffnet man hier habe ich noch den Lineal, hier habe ich das noch vom letzten Jahr, das, da habe ich ganz schön viel gekritzelt und da habe ich auch ein Passwort für meinen Computer in der Schule. Dann die dünnen Stabilos habe ich nach Farben sortiert, also so gut wie es geht, praktisch. Genau, dann macht man hier so auf und dann habe ich es hier auch noch nach Farben sortiert, genau. Genau, dann habe ich hier auch eine Schere drin, mein Tippex, meinen Textmarker und die Farbstifte. Und ein Labello habe ich immer, weil ich so trockene Lippen habe. Und wenn ich mal meinen Lippenstift vergesse anzutragen, dann habe ich immer ein Labello. Genau, also auch Melonengeschmack, das ist echt ein cooler. Hier habe ich das jetzt auch schon reingetan, muss ich nur noch beschriften, aber das mache ich dann, wenn ich in der Schule bin. Die Block... Blätter habe ich auch. Die brauche ich jetzt nicht eigentlich hier rein zu. Genau. So schaut es dann aus. Dann mache ich es zu. Und jetzt tue ich das alles in meine Schultasche rein. Genau, also hier, wenn wir reingehen, da könnte ich immer mein Handy einstecken, weil unter dem Unterricht benutze ich mein Handy wirklich nicht. Wirklich. Andere schon, aber ich nicht. Meine 2 Federbinder, mein Trinken, hier kann ich auch an die Seite tun, wenn ich Bock habe. Aber ich habe gerade keinen
Naja, mir ist es egal. Hier kommt dann vorne meine Pausendose rein und da vorne kommt mein Zeug rein. Zum Beispiel mein Taschenrechner, den habe ich hier jetzt auch nicht dabei, mein Zirkel und auch mein Powerbank, weil meistens in der Schule in der Pause verbrauche ich das Akku, dann habe ich mein Powerbank nämlich hier immer. Und hier sind meine zwei Blockkader, mein Timer und mein Ordner trage ich so, genau. Sehr schöner Ordner, ne? Da steht auch Vivi EH11, 1011, klasse bin ich. Genau, und das war's eigentlich. Ja. So, das war's eigentlich mit meinem Back-to-School-Video. Ich gehe jetzt in die Schule. Tschüss. Nein, Spaß. Auf jeden Fall hoffe ich, das hat euch sehr gefallen. Dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn nicht, dann halt nicht. Ihr könnt auch ruhig einen Kommentar darunter schreiben, ob es euch gefallen hat oder was ich verbessern könnte an so einem Video, weil das ist mein erstes. Ich habe mir jetzt auch nicht die Back-to-School-Videos angeschaut, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das so richtig war, wie ich es gedreht habe, keine Ahnung. Ich hoffe schon, dass ich alles richtig gemacht habe. Und wenn ihr Bock habt, dass ich mal ein Outfit für die Schule mache, also so 5 Outfits oder so, also Outfits für die Schule, für den Alltag oder auch für den Job, dann lasst dem Video einfach einen Daumen nach oben da, dann sehe ich, dass ihr Bock habt. Und dann werde ich auch so ein Outfit-Video für die Schule, für den Alltag oder für den Job machen. Aber da müsst ihr mir aber auch einen Daumen nach oben dafür geben. Wirklich, ich würde mich sehr darüber freuen. Ich weiß, ich habe nicht so viele Abonnenten, trotzdem würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Und mein nächstes Video wird dann auch sein, dass ich werde dann die neuen Produkte von Veloo testen. Das wird dann mein nächstes Video sein. Also seid gespannt, wenn ihr auch das sehen wollt. Und ist ziemlich lustig geworden. Ich habe schon gedreht. Und ja, die zwei neuen Produkte sind der Hammer. Aber darüber reden wir jetzt noch nicht. Erst im nächsten Video. Also bis nächste Woche oder nächstes Mal. Tschüss.